Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, heute gibt es mal das Depot-Update für Dienstag, den 4. Mai 2021. Und bislang sieht es eigentlich ähnlich aus wie gestern. Gestern war ich ja auch so um die 130 Euro circa im Minus. Ja, heute auch wieder 130 Euro, 2,13% bis jetzt. Es ist hier gegen 13.50 Uhr ja, nach unten gegangen, sonst war ich eigentlich immer im positiven Bereich. Zwar nicht viel, aber hier auch mal so 41 Euro. Dann hier so ja, 28, also eigentlich ganz gut. Aber wie gesagt, dann gegen 13.40 Uhr ging es hier nach unten. Und hier um 15.30 Uhr ging es auch noch mal ordentlich nach unten. Ja, viele Analysten haben ja gesagt, dass der Mai nicht so gut wird und jetzt nach den ersten beiden Börsentagen sieht es bei mir auch nicht so gut aus. Mal gucken, was dann noch kommen wird oder nicht. Ich bin, wie ihr gerade gesehen habt, war heute auch schon wieder unter den 6.000 Euro, also hier teilweise auch bei einem Minus von 156,72 Euro und hatte dann nur noch einen Depotwert von 5.967,23 Euro. Ja, heute habe ich eigentlich auch nichts gemacht oder so, also nur beobachtet, nichts gekauft oder verkauft. Ich wollte noch mal kurz auf AMC eingehen, da ist der Kurs nämlich auch ziemlich stark eingebrochen. Jetzt gegen 14 Uhr ging es hier schon ins Minus und dann hier ab 15.30 Uhr ging es auch extrem nach unten. Gerade ein Minus von 4,66% oder 37 Cent. Mag für den einen oder anderen ja vielleicht eine gute Gelegenheit sein, hier nochmal nachzukaufen. Aber wie gesagt, das ist natürlich keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Ich hatte nur bei manchen gelesen, dass sie eben bei einem Wert von unter 8 Euro nochmal nachkaufen würden. Und das ist ja jetzt der Fall. Also ja, die Woche auch bei AMC hier nicht so gut, 14,91% im Minus, der Monat jetzt auch ein Minus von 12,53%, aber auf Jahresansicht betrachtet immer noch alles im grünen Bereich, 94%, zwar jetzt nicht mehr 100, also nicht mehr über 100% im Plus, aber ja, trotzdem immer noch mega stark und viele hoffen natürlich, dass sich das wiederholt, was im Januar passiert ist. Mal gucken. Ja, da wird es wahrscheinlich, morgen werde ich noch mal ein Video machen. Die Hauptversammlung wurde ja jetzt auch verlegt, aber dazu mehr im morgigen Video. Falls du übrigens noch nicht Abonnent meines Kanals bist, dann kannst du diesen gerne abonnieren. Ich bringe täglich neue Videos hier und ich habe gesehen, dass 70% den Kanal noch nicht abonniert haben. Also würde mich auf jeden Fall freuen, einen neuen Abonnenten auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Ja, schauen wir uns erstmal die beliebtesten Aktien hier an. Nämlich zunächst BioNTech, ist heute auch mit 11% wieder ordentlich gesunken. Aber die letzte Woche sah ja trotzdem echt gut aus, hier bis auf 27,36% hoch. Also wirklich extrem, extrem stark. Stimmt, das war sogar heute noch. Heute hier gegen 8 Uhr, 184,55 Euro. Hätte ich mal meine Aktien noch gehabt, die ich für, ich glaube, so 46 Euro gekauft hatte, damals im Juli oder was das war. Ja, aber hätte Fahrradkette, ne? Man kennt's. Hier sind sie auch gegen 14 Uhr sehr, sehr stark gesunken. Aber so eine kleine Korrektur ist ja auch völlig normal. Im Monat 57,55% noch im Plus, auch extrem stark. Und das Jahr natürlich hier mit 267% oder 111 Euro noch sehr, sehr gut im Plus. Also ich hatte, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Juni oder Juli war. Ich meine aber, es war Anfang Juli. Ja, kann auch sein, dass es so 56 Euro waren. Auf jeden Fall hatte ich BioNTech ja bei einem Wert von ca. 102 Euro im Dezember verkauft. Und ja, hätte man das hier gewusst, dann ne, hätte ich die Aktie natürlich behalten. Aber da ist das Wort hätte wieder. Ja, hätte ich dies und das gemacht, dann wäre man heute schon Millionär. Aber man kennt es ja. Ja, Apple heute auch gesunken, 3,42%, 3,72 Euro. Und Apple habe ich ja in meinem anderen Depot, dort habe ich ja Apple
Ja, wie gerade gesagt, Apple, Amazon, Alphabet und den MSCI World, die bespare ich. Und dann habe ich noch einen Einmalkauf gemacht, und zwar drei Procter & Gamble Aktien. Ich wurde jetzt auch schon öfter gefragt, ob ich da vielleicht auch mal mein Depot zeige. Und das kann ich auf jeden Fall machen. Aber jetzt nicht direkt über die Consorsbank, weil da natürlich viel zu viele Daten stehen. Ich habe mich in letzter Zeit mit GetQuinn ein wenig beschäftigt und habe da sowohl mein Trade Republic Depot als auch mein Depot bei der Consorsbank alles hochgeladen, und das kann ich euch dann mal gerne demnächst zeigen. Gestern wurden ja auch die Sparpläne dort ausgeführt, und ja, werde ich euch dann auf jeden Fall auch mal zeigen, wie das dann bei GetQuinn aussieht. Ja, dann Amazon. Wie gesagt, habe ich auch in meinem anderen Depot 63 Euro heute ins Minus gegangen. Nel Azar. Boah, Nel Azar ist auch echt krass gesunken. 14,78%, 36 Cent. Fast wieder bei unter 2 Euro. Ja, hier waren sie sogar schon um 16 Uhr unter den 2 Euro. Ja, die Woche sieht echt nicht gut aus. 20% im Monat, hier auch 20% im Jahr. Nichtsdestotrotz, ne, immer noch ein gutes Plus von 86%. Kann man auf jeden Fall nicht meckern. Dafür, dass sie hier 2018 beispielsweise noch bei ja, so 28 Cent oder sowas lagen, ist das schon eine enorme Steigerung. Ja, dann Microsoft. Auch gesunken, 1,25%, 2,60 Euro. Und ja, eigentlich die Woche auch nicht wirklich gut gewesen. Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem Depot. Wie wir hier sehen, sehen wir ganz, ganz viele rote Zahlen, und dann hier auch unten, ich weiß nicht, ob ihr es schon seht, aber mein Knockout-Zertifikat bei minus 99,93%. Da gehe ich natürlich gleich nochmal drauf ein. Und ja, Visa im Plus, AGNC Investment ein bisschen im Plus, kann aber auch sein, dass es gleich ins Minus geht. Und wir gucken uns von oben mal alle Aktien genauer an. Ja, zunächst einmal Tesla, 2% Minus gemacht, 11,40 Euro. Ich hatte schon überlegt, ja, wobei, das hatte ich gestern auch schon gesagt, als sie so tief waren, dass man hier hätte richtig gut nachkaufen können, wenn man eben das Geld zur Verfügung hätte, um eben auch den durchschnittlichen Buy-in hier zu verringern. Ja, insgesamt bei fast 9, also bei fast 10% im Minus, 9% eben, 276 Euro macht das aus. Ist wirklich echt nicht gut, aber ja, es sind sehr viele Werte eben gesunken, und da muss man jetzt einfach durch, würde ich mal sagen. Mal gucken, wie der restliche Mai wird. Fängt ja auf jeden Fall schon mal nicht so gut an. Main Street Capital 0,16% im Minus, aber ja, war eigentlich den ganzen Tag im Plus. Jetzt steigen sie auch wieder ein bisschen. Vielleicht kommen sie ja noch ins Plus. Hier bin ich aber insgesamt auch mit 2% jetzt gerade im Minus. Dann PayPal auch ein Minus von 3,48% oder 7,40 Euro. Könnte auch gut sein, dass sie in den nächsten Tagen unter die 200 Euro kommen. Mal gucken, wäre auf jeden Fall vielleicht eine gute Möglichkeit, dann nochmal nachzukaufen. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade die Sparpläne aus. Also, Sparpläne wurden eben ausgeführt, und gerade zumindest stand heute kein Geld mehr übrig, da reinzustecken. Wobei man natürlich dann viele Aktien nachkaufen würde, wenn es immer weiter sinkt. Das wäre natürlich schon gut, wenn man da unendlich viel Geld hätte. Ja, morgen hier Earnings Call. Mal gucken, was da dann bei rumkommt. Dann Square auch sehr, sehr, sehr abgestürzt. Und hiermit bin ich jetzt auch wieder im Minus. 14 Euro, 2,39%. Mein Buy-in ist ja hier bei 197 Euro. Und ja, auch hier ging es gegen 15,30 Euro echt nach unten. Dann eine Aktie, die im Plus ist heute mal. Hier einen Peak gehabt mit 2,81% im Plus sogar. 15,16 Euro war dort eine Aktie wert. War ich auch ein bisschen im Plus. Ja, jetzt 4,47 Euro im Minus, 0,91%, aber das denke ich mal auch noch zu verkraften.
Dann die nächsten vier Aktien, meine Sparplanaktien. Hier einmal Walt Disney 0,42% ins Minus gegangen, insgesamt hier 4,28%. Facebook 2%, hier noch im Plus 3,4%. Dann Visa ein kleines Plus, hier teilweise sogar 0,84% im Plus gewesen, hier auch noch ein kleines Plus. Und Zalando, ja, eigentlich die ganze Zeit nur gesunken. Hier bin ich jetzt auch mit 5,64% im Plus. Ja, beim Knockout-Zertifikat, wie ihr schon sehen könnt, hier passiert nichts. Um 15.32 Uhr wurde ich ausgenockt quasi. Und hier steht dann auch nur die Meldung, dieses Derivat kann nicht mehr gehandelt werden. Es könnte abgelaufen sein oder sein Knockout erreicht haben. Es wird bald aus deinem Portfolio ausgebucht und entsprechend seinem Restwert liquidiert werden. Ja, Restwert sind hier 0,003 Euro. Also danke für den Restwert auf jeden Fall. Aber gut, die 10-Euro-Challenge hat scheinbar nicht geklappt. Der Nasdaq steht gerade bei einem Wert von 13.462 Punkten. Ich habe das hier im Hintergrund offen. Und alleine heute minus 340 Punkte. Also ins Minus gegangen, 2,45%, schon enorm krass. Mal gucken, wie weit es hier noch nach unten geht. Aber ja, der Mai fängt auf jeden Fall nicht sonderlich gut an. Mal gucken. Ansonsten hier meine Watchlist, 88 Energy habe ich auf der Watchlist. Ist nicht so viel passiert. BlackBerry habe ich immer noch da drauf. Auch die wieder unter 7 Euro gekommen. Neptune Digital Assets auch 10% ins Minus gegangen. Ansonsten hier BYD zum Beispiel auch 1,53%, obwohl der Tag hier eigentlich ganz gut anfing. NanoRepro auch ins Minus wieder. Ja, und ansonsten hier die ganzen Knockout-Zertifikate gucke ich mir immer noch mal gerne an, die ich selbst mal hatte. Vor allen Dingen dieses hier hatte ich ja immer so um die 7 Euro, meine ich, getradet. Genau, 7 Euro waren das rum und hat jetzt einen Wert von 4,18 Euro. Also Gott sei Dank habe ich das halt schon früh genug verkauft, weil ich da ja auch mit 500-600 Euro drin war. Ja, das wäre dann natürlich sehr ärgerlich gewesen, aber kann man auf jeden Fall nicht ändern. Wie ihr schon seht, rechts hier ist alles im roten Bereich. LVMH ist eine Aktie, die ich immer sehr interessant fand, auch selbst mal hatte, aber dann verkauft habe. Eventuell werde ich vielleicht mit dem Sparplan ein bisschen umswitchen, dass ich da eine Aktie rausnehme und LVMH auch besparen werde. Muss ich aber nochmal schauen. Vielleicht mache ich das auch anders. Mal gucken. Weiß ich noch nicht. Ansonsten AstraZeneca auch gesunken heute. Und Nintendo auch sehr stark, 2,93%, 14 Euro. Stoneco habe ich ja auch verkauft. Ja, ich glaube für 56 Euro hatte ich die verkauft. Stehen jetzt bei 51 Euro. Wie gesagt, waren wir gerade. Carnival auch extrem gesunken. Ich fand die mal interessant, wo sie so, da standen sie bei 17 Euro. Wann war das denn? Ja, wahrscheinlich so im Februar. Mal gucken, wie es da weitergeht, wenn das ein bisschen gelockert wird alles natürlich, ne? AMD wurde ja, glaube ich, auf Wall Street Bets heute extrem gehypt oder das Kommentarvolumen war extrem hoch bei AMD, habe ich nur gesehen. Ja, ansonsten Coinbase ist auch extrem gesunken, hatte ich ja Gott sei Dank noch für 265 verkauft. GameStop beispielsweise, ja, steigen jetzt wieder so ein bisschen. Ist natürlich immer noch krass, wie viel das Unternehmen, also wie teuer eine Aktie jetzt ist. Realty Income, Realty Income funktioniert gerade nicht, okay. Probieren wir es nochmal. Ah, jetzt geht's, super. Ja, extrem gestiegen. 50 Cent heute wieder plus gemacht, mega gut. Ach, heute ist auch Earnings Call hier.
Ja, mal gucken. Vielleicht hole ich mir Realty Income auch, so ein, mehrere Aktien direkt wieder, weil es ja auch ein monatlicher Dividendenzahler. Und ich wollte mir auf jeden Fall ja, ein Depot hier auch aufbauen, was gute Dividendenaktien hat. Ja, ansonsten, wie ihr schon sehen könnt, nicht so viele Aktien sind im Plus. Der Hauptbestandteil von meiner Watchlist und von meinem Depot ist eher im Minus. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euer Tag so lief. Das würde mich natürlich auch interessieren. Und ansonsten würde ich sagen, ja, hören wir uns beim nächsten Video. Bis dann.